mit Licht neue Welten zu erschaffen? Weil ich halt schon so lange die Firma begleite, ist es für mich, kann ich das nicht in zwei Sätze fassen. Und dann wird alles aufgebaut und eingerichtet und dann wird projiziert. Dann gibt es eine Show. Wir erzeugen Bilder, Inhalte, Geschichten, die wir auf tatsächlich vorhandene Objekte, die es in der Welt schon gibt, drauflegen. Wie eine zweite Haut, die im Prinzip das Erscheinungsbild eines Objektes, in meisten Fällen ist das ein Gebäude, komplett verändert. Im Prinzip machen wir Kleider für Fassaden in diesem Fall oder auch andere Objekte. TNL arbeitet im Bereich Lichtdesign, Projektionsdesign, Lichtkunst im weitesten Sinne. Aber wir schaffen ja im Grunde so ein bisschen das moderne Lagerfeuer. Also Veranstaltungen, wo viele Leute zusammenkommen und kollektiv einem Highlight beiwohnen. Das ist eigentlich unser Geschäftszweck schon seit fast 20 Jahren. Und die Dimension spielt eigentlich keine Rolle. Das kann sehr klein sein, von einer Hochzeitstorte mit 30 cm Durchmesser bis hin zu einem riesigen Gebäude, was mehr als 100 Meter groß ist. TNL ist eine Abkürzung, The Night Lab. Wir haben also so die Charakteristik unserer Arbeitsweise fast als eine Art Laborarbeitsweise verstanden. Ich habe im zarten Alter von 17 Jahren angefangen, mit Licht Experimente zu machen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich hatte damals die Idee, dass man eine Wasseroberfläche, auf der verschiedene Strukturen da sind, beispielsweise wenn man also Öl darauf tropft oder Wasserfarben da rein tut, dass man die irgendwie durchleuchten kann und diese Strukturen dann sozusagen als Projektion auf einer Projektionsfläche abbildet. Das hat mich sofort gefangen. Und das war tatsächlich für mich und mein Leben ein Breakthrough. Und da habe ich dann halt gemerkt, dass also der Bedarf am Markt für visuelle Unterhaltung schon da ist. Im Jahr 2001, 2002 vielleicht. Und heute ist eigentlich diese Technik der Projektion am besten bekannt unter dem Fachbegriff Projection Mapping und wo es mir riesigen Spaß macht, zu sagen, ich möchte da on top bleiben. Ich möchte einfach die neuesten Entwicklungen immer wissen und auch selber ausprobieren. Ich bin für die technische Umsetzung zuständig, also das heißt von der Planung der Projektorstandorte bis hin zur Ausführungsplanung, also das, was Leute sich ausgedacht haben, wozu sie eine Idee haben, dann letztendlich auch in die Realität umzusetzen. Sprich, die Gedanken anderer Menschen erlebbar zu machen. Also wenn Projektionen in schwierigen Bedingungen produziert werden sollen, ist das so ganz gut unser Bereich. Und ich glaube, dass die Kombination von Kreativen, von Technikern, von IT-Lern unter einem Dach zusammen mit dem Willen, immer wieder mal rumzuspielen und neue Wege auszuprobieren, dass das ein sehr gutes Alleinstellungsmerkmal von TNL ist. Und wir uns alle dadurch auszeichnen, dass wir die Fähigkeit besitzen, uns Dinge selber beizubringen. Und wir niemanden haben, der uns in bestimmten Situationen sagt, so und so wird es gemacht, so und so muss das laufen, sondern wir immer in der Lage sind, unseren eigenen Weg zu gehen und unseren eigenen Weg zu finden, um den Kunden das bestmögliche Ergebnis zu präsentieren. Klar, wir sind viel in der Werbebranche sozusagen unterwegs, aber unser Herz und unsere Seele kommt eigentlich aus dem Lichtkunstbereich und es ist immer da und es ist auch das, was uns zusammenhält und weiter nach vorne bringt.